Herzlich willkommen beim Whisky-Wichser. Der Patient des heutigen Tages ist der The Singleton of Glendullen Classic. Ja, heute muss ich ein bisschen was erklären, und zwar The Singleton ist ein Markenname innerhalb des Diageo-Konzerns, dem sehr viele schottische Brennereien gehören, und bei manchen Brennereien schreibt man eben auf das Etikett deren Abfüllung vorne The Singleton drauf, um die im Markt ein bisschen besser zu positionieren. The Singleton heißt der Einzigartige. Die letzten Jahre hat The Singleton populär gemacht die Brennerei Dufftown. Blende ich euch rechts oben mal den Link zur Playlist The Singleton of Dufftown ein, und Diageo hat eben jetzt diese Marke ein bisschen ausgeweitet auf die Brennerei Glendullen. Ja, produzierte bis vor kurzem eigentlich ausschließlich für die Blendindustrie, hat jetzt aktuell diesen Classic im Angebot, einen 12- und einen 15-jährigen. Das ist eine 1 Liter Flasche für ein Travel Value, 40 Volumenprozente, gefärbt und kühl gefiltert. Ohne Altersangabe, richtet sich dann irgendwo an die Einsteiger. Glendullen an sich ist eine Brennerei in der Speyside, im Städtchen Dufftown, liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zu Glenfiddich und Balvaney. Ja. Massives Teil, 1 Liter, der Totschläger-Flachmann. Die Singleton-Flaschen haben alle diese Aufmachung. Hier halt jetzt das Etikett in grün gehalten. Ich habe mich heute komplett angepasst hier. Grüne Hölle sozusagen. Und diese Singleton-Abfüllungen, die sind eigentlich, ja, die sind so die Preis-Leistungssieger, ne? Die aus der Brennerei Dufftown, die kosten alle nicht so viel. Dieser Tailfire, Sunrace, Bakerskate und wie sie sich alle nennen. Preislich sehr attraktiv, und was die bieten, ja, schöne, leichte, fruchtige Whiskys. So All-Day-Dram, wie man sagt, ne? Ich denke, dass er dann in dieselbe Richtung geht. Typischer Speyside. Birne, Apfel, so leichte Fruchtaromen, so ein bisschen Kompott, so stückiger Apfelkompott, bisschen Zimt drauf, passt. Fehlt nur noch die Rosine, die habe ich noch nicht, aber so eine leichte Malznote liegt da dran, hinten dran noch. Und Ingwer. Oh ja, der Ingwer, der wird jetzt stärker. Insgesamt ein schöner, leichter Whisky, der auch schon im Aroma ein bisschen Eiche hat. Also der ist nicht nur 3 Jahre alt. Von der Nase her würde ich so sagen, liegt er so bei 5 bis 7 vielleicht. Vielleicht auch 8. Kann man nie genau sagen. Oft haben ja diese Whiskys ohne Altersangabe verschiedene Fassanteile. Da sind ein paar ältere dabei, da werden aber auch ein paar jüngere eingemischt. Und da man immer den jüngsten mit eingemischten Whisky mit Alter benennen muss, und wenn da ein 3-Jähriger drin ist, müsste man da 3 Jahre aufs Etikett schreiben. Macht keine Brennerei, weil dann verkaufen sie den Whisky nicht. Deswegen lassen sie das Alter ganz weg, ne? Ja. Ja, schön. Überfordert keinen, ne? Easy going. Oh ja, der Ingwer ganz präsent im Geschmack. Der frische Ingwer, diese Knolle. Die Malzigkeit auch im Geschmack da. Ja, die Birne auch im Geschmack da. Alles, was ich gerochen habe, schmecke ich auch. Im Abgang so eine leicht herbe Nussigkeit. So diese Nuss, wo aussieht wie so eine Speerspitze, diese Paranuss. Süß ist er im Geschmack nicht wirklich. Vielleicht so eine leichte Süße in der Nase von der Malznote her, aber jetzt geschmacklich ist er nicht wirklich süß. Eher so eine leichte Würzigkeit von den Eichenholzfässern, wird aber dann trockener hinten raus. Abgang ist nicht so lang, mittellang bis kurz. Viel kommt da nicht. Ja, aber im Aroma wird die Eiche jetzt stärker. Ich habe jetzt Eiche, Ingwer und das Malz. Die Frucht geht ein Stück weit nach hinten. Gewisse leichte, frische Blumigkeit kommt da noch mit dazu. Also alles Aromen, die so ein, ja, relativ junger Whisky hat, also unter 10 ist er auf jeden Fall. Ja, jetzt noch leicht diese gewisse Ingwer-Schärfe, ein bisschen ist er noch da. Apfelbirne, ja, der Apfel kommt jetzt noch mit dazu, und diese Malznote und eine leicht trockener werdende
Eichenfracht am Ende. Ja, easy drinking, überfordert keinen, sicherlich auch ein Whisky für Einsteiger oder wenn ihr zufällig am Flughafen vorbeikommt und wollt eine Flasche mitnehmen, der ist nicht allzu teuer. Ein Versuch ist er auf jeden Fall wert, wer Glen Dullin mal ausprobieren möchte und noch nicht hatte. Ja, ist auch interessant, habe ich nachgelesen, der Brennereigründer hat eigentlich die Brennerei Glen Dullin nur gegründet, weil er Glenfiddich und Balvenie damals kaufen wollte und der Kaufschluck fehlt. Ja, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Haut rein!